Dr. Draken? Warum? Wieso? Weshalb? Genau genommen, Ma'am, bin ich Gefreiter Cleotis Dobbs, US Army. Das ist Drakens böser Zwilling. Ron, Draken selbst ist doch schon böse. Ach ja, hatte ich vergessen. Dieser Draken hat mit einer großen Maschine mein Gehirn mit seinem vertauscht. Das war so unnatürlich. Sekunde, sein Gehirn ist in Ihrem Körper? Ich muss aufhören. Das hübsche Mädchen, das mich immer schlägt, sie kommt, sie wird mich... Wait! Ich arbeite dran. Nicht nur, dass morgen die regionalen Meisterschaften stattfinden, jetzt auch noch diese seltsame Geschichte. Stress dich nicht, KP, du schaffst das schon, das machst du doch dauernd. Ach, das hört sich ja an, als wäre mein Leben ein Kinderspiel. Mal sehen, du bist sportlich, klug, hübsch und beliebt. Na, wenn das kein Kinderspiel ist. Okay, Gegenprobe, Videospiele spielen, Wrestlingkämpfe ansehen und zwischendurch was spachteln gehen. Muss ganz schön brutal sein, in deiner Haut zu stecken. Nicht zu vergessen, dass ich alleinerziehender Vater von Rufus bin. Ganz zu schweigen von dem Druck, mein Image aufrechtzuerhalten. Okay, ich habe kein richtiges Image, noch nicht. Aber ich arbeite daran und ehrlich gesagt ist das ziemlich anstrengend. Ich konnte den Kontakt zu Dobbs nicht wiederherstellen. Die Frequenz ist gestört. Lebensgeschichte? Das ist alles streng geheim. Ich konnte nicht mehr als ein Foto von ihm ausgraben. Ich check das nicht. Ja, wieso sollte Draken in so einem Körper leben wollen? Gefreiter Cleotis Dobbs. Identität bestätigt. Und dann wäre da noch die Hausaufgabenbetreuung, die Schwimmmannschaft, das Jahrbuchkomitee. Man nennt sowas auch gesellschaftliche Aktivitäten. Entschuldigung, aber ich hatte mich für das koschere Essen eingetragen. Was steht an, Wade? Ich konnte endlich den Anruf von dem Typ in Draken zurückverfolgen. Es ist echt schräg. Ach, schräger als ein Typ in Drakens Körper? Gutes Argument. Na egal. Allem Anschein nach kam der Anruf mitten aus dem Grand Canyon. Vielen Dank fürs Mitnehmen, Baxter. Ist mir ein Vergnügen. Nachdem du Butterblume in der Not geholfen hast, ist es das Mindeste, was ich tun kann. Die Notfallentbindung ihres Fohlens. Im Dunkeln. Bei Regen. Während eines Erdrutsches. Oh, bitte. Das ist es. Das ist Drakens Unterschlupf? I'm here to